Moin Moin zusammen! Heute ist Mittwoch, der 2. Dezember, und jetzt haben wir den ersten Impfstoff zugelassen und zwar noch vor den USA Overseas, quasi in der Rückwärtsrichtung Großbritannien, hat heute vermeldet, beziehungsweise ich glaube, BioNTech und Pfizer waren es gewesen, die es vermeldet haben, dass in Großbritannien äh, eine Notzulassung des aktuellen Impfstoffs Durchgegangen ist. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das ist definitiv auch mal ein Punktsieg für Boris Johnson, der ja, äh, sage ich mal, ziemlich gebeutelt ist ähm, durch die ganze Geschichte mit dem Brexit. Und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, auch für Großbritannien, für die britische Wirtschaft und natürlich auch für diejenigen, die das Cable, also britisches Pfund, US-Dollar auf der Uhr haben. Da schauen wir gleich mal ganz genau hin, auch was das für den FTSE 100 bedeutet, wie wir uns dort möglicherweise positionieren können. Dazu noch, im Blog in Tickmills täglichen Trading Ideen habe ich das Ganze sozusagen schon veröffentlicht. Wir schauen heute auf den Nasdaq 100, der hat gestern, ein neues Allzeithoch geschrieben. Wir schauen, was es dort zu tun für uns gibt. Wir schauen auch noch, wenn wir es schaffen, neben dem britischen Pfund, US-Dollar auf das britische Pfund, Austral-Dollar und je nachdem, wie die Zeit es zulässt auch noch auf das Währungspaar US-Dollar, türkische Lira. Da war ja gestern im Euro schon eine Frage zu, äh, möglicherweise gibt es hier auch bald ein schönes Handelssetup. Äh, schöner Drehpunkt, Long und Short könnte sich dort gleich ausmachen. Deswegen schauen wir dort mal genauer hin, weil da könnte natürlich auch ordentlich Bewegung reinkommen. Zuvor allerdings, wie immer, der Risikohinweis. Ich bitte ihn Gänze zur Kenntnis zu nehmen: der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ja, und damit erst einmal kurz hier der Blick in unsere ja, Übertragungen. Guten Morgen noch einmal auf Facebook und Zoom. Ich hoffe, Bild und Ton sind gut. Von Facebook habe ich die Rückmeldung schon bekommen. Zoom schläft immer noch ein bisschen Geist. Ich weiß, ihr seid da. Gebt mir wenigstens einfach mal einen kleinen Hinweis, dass Ton und Bild hier passen. Das dazu. Und damit gehen wir mal kurz noch in die Tagesnachrichten rein. Heute hier an dieser Stelle. Super. Zoom kommt zurück. Klasse. Und wie schon gesagt, wer einen Wunschmarkt auf dem Herzen hat, bitte nicht schüchtern sein. Einfach rein in die Chats. Ich kümmere mich sehr, sehr gut darum. Also, was gab es heute? Heute. Zunächst erstmal wieder mal gute Nachrichten für uns aus Deutschland. Die Einzelhandelsumsätze im Oktober sind von minus 1,9 auf plus 2,6 gestiegen. Schönes Ergebnis. Die Analysten haben mit 1,2% Zuwachs gerechnet. Also eine gute Geschichte für den Einzelhandel in Deutschland hier im Oktober. Heute am laufenden Tage gibt es, ja. Aus der EU die Arbeitslosenquote, das dürfte die Märkte nicht ganz so stark beeinflussen. Viel, viel wichtiger ist dann am Nachmittag der Blick auf, den, auf die ADP-Daten. Da gibt es um 14.15 Uhr den ATP, die ADP-Beschäftigungsänderung. Jetzt haben wir es, so nennt man das Ganze. Ähm, die Kanadier kommen um 14.30 Uhr ebenfalls äh, mit der Arbeitsproduktivität raus. Das ist aber auch etwas, das wird die Märkte nicht ganz so stark beeinflussen. Also zumindest hat das in der Vergangenheit nicht wirklich starke Auswirkungen gab beispielsweise auf die Währungspaare. Da hat der Ölpreis häufiger einen deutlich größeren Einfluss drauf, ne? aber das ist halt einfach heute mit auf der Liste hier. Ansonsten gibt es ein paar ähm, Reden von FOMC-Mitgliedern im Laufe des Tages in den USA. Dann um 16 Uhr noch einmal eine Stellungnahme von Paul. Wir kriegen um 16.30 Uhr die Rohöllagerbestände äh, und dann äh, haben wir um, wann war es gewesen, um 20 Uhr. Das Biespuck, ja, und ich hatte letzte Woche gesagt, wir wollen mal kurz auf die Änderungen im DAX gucken, nur die kommen, ob wir da jetzt gucken oder nicht, wir gucken da dann nächste Woche drauf. Wir haben das Biespuck in den USA, Leute, und das ist viel, viel wichtiger, als zu schauen, was wird es denn bald für Änderungen im DAX geben, denn das zeigt uns genau an, wie geht es denn momentan der US-Wirtschaft und das lässt auch Schlüsse zu, wie sich die FED positionieren würde, denn wir haben ja schon gehört, durch Paul, durch die FED, dass die genau wissen, der US-Wirtschaft geht es nicht so gut. Und das ist wirklich ein Punkt, da schaut die FED ganz genau hin, was im Biesbuch steht, weil das ist ein sehr, sehr repräsentatives, ein repräsentativer Bericht über den Zustand der US-Wirtschaft. Und der sollte uns Händler auch interessieren, denn dort können wir Richtlinien finden, die die FED zur Zinsentscheidung, beziehungsweise ich glaube, an der Zinsschraube wird nicht wirklich was passieren. Ähm, also keine dramatischen Änderungen an dieser Seite. Ähm, und wenn, dann werden die Zinsen. Gesenkt, was häufig auch wieder positiv für die Aktienmärkte ist, ähm, den Dollar weiter schwächen würde. Das wäre dann natürlich gut auch für unseren schönen Trade im Euro-US-Dollar auf der Long-Richtung. Also all diese Dinge laufen hier heute hier zusammen im Bischburg das Ganze 20 Uhr deutscher Zeit. Hä? Wir gucken da ganz genau rein am Freitag. Da können wir uns in Ruhe die Zeit entsprechend dafür nehmen. So, ja. Da werden die Tagesnachrichten durch, die wichtigsten. Bitte auch immer auf die eigenen Positionen schauen, ob da Nachrichten anstehen. Das sollte man als Händler selbstständig immer ein bisschen mit im Blick haben. So, wir machen jetzt den Blick auf die Märkte. Und zwar hatte ich es ja gesagt. Hier im Hintergrund hat man ja im Hintergrund hat man es gehabt. Die Breaking News, ja, die Briten. Und was kommt uns da bei den Briten in den Sinn? Na klar, der britische Aktienmarkt. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich das Währungspaar. Zuerst schauen wir mal auf den britischen Aktienmarkt. Halt, nein, wir wollen nicht auf den australischen Aktienmarkt schauen, sondern auf den britischen Aktienmarkt. Aber kurz, Australien. Uh, hier sehen wir es, das Long Setup hat weiter grundsätzlich Berechtigung, man muss halt schauen, ob es losgeht, wir hatten das ja vor kurzem hier besprochen, schaut mal hier schön die Korrektur, noch ist hier nach oben nicht alles aufgelöst, ja, der Stundentrend läuft noch nicht nach oben, wir haben hier ziemlich hohe Schwankungsbreiten, ähm, aber... Das Setup auf der Longseite steht mal definitiv. Wir sind ja weiterhin in dieser, sage ich mal, in diesem Bereich verortet, wo wir hier dieses Schwunglevel haben. Na, da kämpft der Markt ziemlich stark drum. Hier im Ausbruchslevel bleibt interessant, wie schon gesagt, die Longseite haben wir definitiv hier auch mit auf der Uhr. Aber genug dahin, das ist mir nur gerade in den Blick gekommen. Wir schauen jetzt mal auf, das, auf den Fuzzi. Das heißt hier an dieser Stelle UK100, das Kürzel an sich hier schön verortet im Tageschart und wir sehen, wo wir gerade verortet sind. Schaut euch das mal an, dieses Band hier drinnen, was wir haben. Moment, ich glaube, mit dem großen Bildschirm kann man es ein bisschen besser erkennen. Also das, was wir hier an dieser Stelle haben, ist ganz klar. Weiterhin die Verortung in diesem starken großen Widerstandsbereich, den ich markiert habe in diesem roten Band hier, äh, wo wir die Zwischenhochs auch gehabt haben. Das sind wichtige Faktoren. Also hier, wenn ich es mal ganz kurz skizzieren darf, Nummer 1, das wäre hier drüben einmal gewesen, da hatten wir das Hochliegen so grob um die Marke von 6512 Zählern. Ich schreibe es gleich mal mit drauf. Und auf der anderen Seite hatten wir natürlich hier ebenfalls das Hoch, hier drüben bei, äh, Wo haben wir es gehabt? 6.483, also leicht runter unter diesem Tief hier, äh, unter diesem Hoch hier in diesem Schwungbereich. Und da ist es jetzt natürlich sehr, sehr interessant, was hier passiert, denn wir sehen, dass dieses Auffanglevel hier unten ganz grob, grob, ja, wenn ich hier mit 53 Punkten arbeite, also 6.250 bis 6.260 Zähler hier in diesem Level, das ist der Auffangbereich. Man kann das Ganze auch noch ein Stückchen weiter rüberziehen. Also das ist wirklich eine recht wichtige Drehzone hier unten und die hat im gestrigen bzw. vorgestrigen Handel tatsächlich gehalten, Bestand gehabt und das nach oben geschoben und das könnte jetzt durchaus initiiert durch die Zulassung des Impfstoffs, ja, möglicherweise auch durch eine bevorstehende Einigung ein Thema Brexit, dass dort auch gewisse Dinge sich wieder positiver entwickeln sollten. Wir wissen ja, es gibt da ähm, mit Irland ein paar Streitigkeiten, die noch aus dem Weg geräumt werden müssen. Und zwar nachhaltig aus dem Weg geräumt werden müssen. Das ist interessant. Und da wird es jetzt wirklich spannend zu sehen, was hier passiert. Fliegt der Markt hier oben über das Zwischenhoch bei 6483 drüber? Haben wir richtig gute Chancen, sozusagen über die alten Level drüber zu laufen? Das heißt hier an dieser Stelle, ich skizziere es mal eben ganz flott. Hier das Ganze mal zu sehen in der Long-Richtung. Also, wenn es sozusagen hier nach dem Schub nach unten geht und wir hier drüber laufen, dann haben wir hier an dieser Stelle selbstverständlich keinen Abwärtstrend mehr, sondern schön den aufwärtstrendenden Markt. Das heißt, hier läuft der Markt dann trendig nach oben. Also, wir haben dann auch im größeren Bild einen Aufwärtstrend. Und der hat dann hier um diese Marken hier, die ich hier mal ganz kurz anlaufe, hier anskizziere, natürlich schön. Die Anlaufpunkte, das hier oben, 7180 bis 7200, beziehungsweise hier drüben, dieses Level, wenn wir mal schauen, das ist so die Marke um die 6860 Punkte. Das ist interessant. Das ist die Longseite, die wir hier auf der Uhr haben. Und da müssen wir nur schauen, was jetzt passiert. Und für diejenigen, die sich das kurzfristig anschauen wollen, und das ist ja auch ein guter Grund, das Ganze kurzfristig entsprechend zu machen, ist die Tatsache, dass wir hier. Im Intraday-Handel ja die Reaktionen der Händler erst dann bekommen, wenn die auch wirklich rankommen. Ne? Und das ist ja schon speziell äh, in dieser Richtung. Ähm, und die Briten kommen halt um 10 Uhr deutscher Zeit in den Handel rein. Also das große Geld natürlich, die Händler. Da ist Parkett statt sozusagen. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz nach dem Stundenchart an, weil das, was wir hier sehen, ist auch wirklich, wirklich interessant. Denn hier auch nochmal aufskizziert an dieser Stelle: hier sehr, sehr schön zu sehen. Es ging von unten los. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Und jetzt wird es halt spannend. Wir haben hier oben in diesem Level hier einen Widerstandsbereich liegen. Ja, Moment, Widerstand müssen wir rot machen. Kurzen Augenblick, kriegen wir hin. Da haben wir es rot. Das ist das Widerstandslevel. Da müssen wir drüber. Ja? Und das schaut aber momentan relativ gut aus, weil, wenn wir mal schauen, wo wir hier verharren, da sind wir oben dran gelaufen, wieder abgeprallt. Alles klar. Aber. Wir sind halt hier schon wieder auf dem Weg nach oben. Und das ist jetzt interessant. Sollte sich dieser Aufwärtstrend hier entsprechend nach oben fortsetzen, also wir hier oben drüber laufen, über dieses Widerstandslevel, was wir hier so knapp im Bereich von äh, um die 6000, was haben wir da, 6390 äh, Punkte Marke haben. Darüber wird es interessant, und da können wir auch schon sehr schön erahnen, dass wir selbst im kleinen Bereich gute Anlauflevel haben. Wir haben ein paar Punkte, wo weitere Händler mit Kauforders in den Markt kommen können, und das ist doch sehr, sehr positiv. Entsprechend zu sehen, hier mal die Marker auch da zu haben. Ich skizziere die gleich auch noch mal an mit Linien. Also fangen wir einfach mal hier oben an. Da oben natürlich das Zwischenhoch bei 6.483, dann hier die 6.400 knapp 70 Punkte-Marke an dieser Stelle und dann geht es weiter hier unten. Das ist die nächste Level, das nächste Level um die 6.422 und dann hier schon relativ nah an dieser Stelle die 6.400 Punkte-Marke. Das ist wirklich wirklich interessant. Ich bin gespannt, was hier passiert. So lange, wie wir sozusagen über diesem Level hier bleiben, also über dieser Marke hier äh, bei knapp 6350 Zählern, sieht es gut aus, dass wir durchaus nach oben laufen könnten. Die Chancen sind halt da. Ansonsten gut, wenn der Abverkauf kommt, hat sich das Long-Szenario erst einmal erledigt. Da müssen wir uns auf der Unterseite orientieren. Dann wird die Nachricht abverkauft. Die Chance oder das Risiko ist natürlich auch immer da. Deswegen schauen wir hier auch ganz genau hin, was passiert für den Kurzfristhandel und wo wir im Kurzfristhandel sind müssen wir natürlich auch auf das Währungspaar im britischen Pfund schauen. Also das heißt an dieser Stelle hier ähm, der britische Pfund oder das britische Pfund im US-Dollar auf der Tagesbasis. Ich ziehe es mal ganz kurz groß hier auf dem Bildschirm, mache mal eben kurz noch die Trenderkennung raus. Wir sehen es gestern, der Ausbruch hier oben drüber, übers Zwischenhoch bei 1 knapp 34. Ähm, und jetzt läuft das Ganze weiter. Und das wäre halt sehr, sehr spannend an dieser Stelle zu sehen hier. Oben rauf, wenn wir hier übers Tageshoch von gestern laufen, dann haben wir relativ gute Chancen, erst einmal hier ins Zwischenhoch reinzulaufen. Das ist die Marke, wir sehen es hier drüben bei 1,34,82. Und der nächste Anlaufpunkt, den wir da oben dann liegen haben, ähm, ist mal das Zwischenhoch hier drüben, da oben, ja, wo diese leicht schräg abwärts laufende Linie beginnt. Das ist die Marke von um 1,35,15. Das sind mal die ganz, ganz kurzfristigen Anlaufpunkte. Mittelfristig, wenn ich es mal weiter zusammenraffe, sehen wir auf der Oberseite natürlich auch noch Anlaufpunkte. Das heißt, hier an dieser Stelle hier dieses Drehlevel, was wir hier drüben haben, da muss ich mal kurz skizzieren. Also dieses Level hier sozusagen um die Marke von 1,377 bis 1,38 hier dieses Level. Das wäre mal dann der nächstgrößere Anlaufpunkt. Auf der Chart-Oberseite, ne? Das ist sehr, sehr interessant und das kommt halt dann zum Tragen, wenn wir hier, schaut euch das Ganze mal an, der Aufwärtstrend ist ja jetzt da, hier schön fortgesetzt, also da ist es schon eine ganze Weile, aber wir haben ihn halt gestern fortgesetzt, zack schön nach oben und jetzt haben wir hier äh, die Konsolidierung in einer hohen Flagge und wenn wir da tatsächlich drüber laufen sollten, also hier, da oben ist der Deckel drauf. Und unten drunter leicht die Unterstützung. Das ist eine hohe Flagge. Und wenn die nach oben ausbricht, haben wir wirklich gute Chancen hier zur Oberseite durchzulaufen. Und dann, wie schon gesagt, im Kurzfristbereich erst einmal die Level anzunennen, die ich gerade eng anliegend am Tageschart gemacht habe. Sehen wir auch schön im 4-Stunden-Chart. Ich raff's mal kurz ein bisschen zusammen für den 4-Stunden-Chart. Also, wie schon gesagt, hier oben sehen wir es. Die Anlauflevel, die sind schon da. Und das ist ein schönes Setup. Für die Longseite hier im britischen Pfund US-Dollar. Sollte es der Markt spielen, fällt er drunter, müssen wir natürlich schauen, wo die Punkte liegen für den Anlauf an dieser Stelle nach unten hin. Ne? Und das sehen wir natürlich erst einmal hier das alte Ausbruchslevel um die 1,34 wäre mal ein kleiner Test. Wenn der auch fehlschlägt, dann ganz klar ist die Unterseite dran. Und dann sehen wir hier unten haben wir schon das nächste Drehlevel um die 1,33,75. Das sind die Marker, die wir hier möglicherweise zur Unterseite sehen. Aber. Momentan schaut es gut aus hier für die Long-Seite im britischen Pfund US-Dollar. Und damit schalten wir mal rüber zum NASDAQ hier. Da ist er. US-Tech ist das Kürzel. <laughs> Gestern gesehen. <laughs> Neues Allzeithoch. Herrlich, oder? <laughs> mal wieder. Man mag es kaum glauben. Wer hätte das gedacht an dieser Stelle, dass wir so schnell die Allzeithoch sehen hier an diesem Punkt? Na, hier das letzte Allzeithoch hatten wir bei 12.465 Zählern. Jetzt haben wir das neue geschrieben. Gestern äh, ist der äh, sozusagen magische Punkt überschritten worden und wir haben Intraday ganz knapp ein neues Hoch gemacht hier bei 12.510, klar, danach wurde das erstmal wieder abverkauft, das ist ein ganz, ganz normales Prozedere, ähm, und diejenigen, die den Blog, also die Tickmills täglichen Trading Ideen in der schriftlichen Ausführung schon gelesen haben, die werden sehen, ähm, dass es an dieser, in dieser Verordnung durchaus auch Chancen für die Unterseite gibt. Das sehen wir hier. Wir sehen schon die Markierung hier auch äh, mit, mit drinnen im Chart. Ich habe die jetzt mal drin gelassen. Ähm, das sind die Dinge, die für die kleinere Zeiteinheit, also in dem Moment für den Stundenschart mit in Frage kommen. Und diese Kurslevel, die wir dort sehen, das sind die Regressionspunkte. Also die Level, die wir in der Gegenbewegung sehen. Und diese Gegenbewegung hat halt schon ähm, gestartet und sollte die sich ausdehnen. Dann haben wir halt hier in diesem Sinne mit Blick auf den untergeordneten Zeitrahmen mal diese lange, weit gedehnte Aufwärtsbewegung drinnen. Und auch der Bewegungstrend. Ich mache den mal ganz kurz rein. Wenn wir das mal ganz kurz sehen wollen, hier, das hier, der letzte Bewegungstrend und das ist der letzte Bewegungsarm. Er ist halt relativ weit schon gelaufen. Ne? Das kann man auch relativ gut sehen, äh, indem man sich einfach hier mal eine, 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 ein Rechteck einzeichnet. Ich mache das einfach mal ganz kurz hier und das Ganze mal oben drauf spiegelt. Da sehen wir, dass sozusagen das technische theoretische Potenzial äh, irgendwo in dem Bereich äh, um die 12.400 Punkte-Marke reingelaufen ist und wir stehen ja schon deutlich drüber. Also wir haben hier eine recht weit gelaufene Bewegung und die kann halt auch immer mal korrigieren. Es kommt halt immer darauf an, ob wir Nachrichten haben, die den Markt auch stützen. Dann kann der, der Bewegungstrend sich schön weiter nach oben fortsetzen. Wir wissen ja, ein Trend läuft so lange, wie er läuft. Da haben Meinungen überhaupt nichts drin zu suchen. Das entscheiden andere, wann so ein Trend bricht. Und aus diesem Grund können wir uns dem Ganzen natürlich anschließen. Heißt also hier an dieser Stelle, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, aus aktueller Sicht natürlich gesehen, hier auf den Trendverlauf in der Stunde, <laughs> da sehen wir relativ gut und stark einen entsprechenden Trend. Ich muss mal ganz kurz Wasser trinken. Keine Sorge, ist nur Wasser drin. Ähm, also an dieser Stelle hier die Anlauflevel, die wir haben zur Unterseite. Wie schon gesagt, wir sind momentan hier oben in diesem ich mache es mal in Anführungsstrichen. Widerstandsbereich um ähm, die Hochpunkte. Ne? Ganz klar, da sind wir verortet. Und das ist auch ganz normal, dass der Markt nach so einem Rutsch nach oben erst einmal hier eine Konsolidierung macht. Und es wäre jetzt sehr, sehr bullisch zu sehen, wenn wir gar nicht erst hier unten unter diesen Kaufbereich drunter laufen. Also deutlich unter die 12.400 Punkte Marke. Aber wenn das Ganze passiert, dann werden natürlich die größeren, wichtigen Level hier drinnen äh, mit relevant sein. Das heißt, zunächst erst einmal ganz klar das kleine Zwischentief hier unten. Ne? Wenn du das mal technisch richtig ansetzen wäre das hier unten die marke um die 12.335 zähler ansonsten wir haben hier die drehpunkte bei 12.300 hier unten das die swinglos die wir aufgesetzt haben um die marke von 12.145 dann haben wir hier den größeren Bereich den wir hier sehen diesen auffangbereich um die 12.090 äh, punkte marke also das sind alles mal level ganz im gesamten die wir hier drinnen haben äh, wo wir sehen Alleine das Stück für den letzten Bewegungsamt, das sind mal potenzielle Anlaufpunkte im Rahmen einer korrektiven Phase. Und das ist jetzt halt der Punkt, kommt es so weit oder nicht? Ne? Das wird sich zeigen, ob der Markt hier jetzt tatsächlich nach oben läuft. Für diejenigen, die das ganz kurzfristig angehen wollen. Die schauen sich das Ganze gerne auch mal in den fünf Minuten an. Ich mache mal die Trenderkennung kurz raus. Da sehen wir es halt am Laufen. Wir haben hier den Abwärtstrend da. Dieser Abwärtstrend ist valide. Also hier in den fünf Minuten. Das ist sozusagen mal die Korrektur, die wir hier sehen. Oh, das muss ich mal blau machen. Das sehen wir da oben nicht. Also hier an dieser Stelle. Also hier, zack. Also Nummer eins nach unten, dann die Korrektur. Dann das Ganze hier reinlaufen. Das, was wir jetzt hier haben, ist die Gegenbewegung. Und da stellt sich jetzt halt tatsächlich die Frage, schafft es die Gegenbewegung, das Ganze rauszunehmen oder nicht. Und das ist halt so ein bisschen immer so das Geplänkel, was wir hier haben. Wir haben auf alle Fälle schon mal eins gesehen: hier gab es ein höheres Zwischentief, ne? Dieses Zwischentief ist höher als dieses Zwischentief. Wir haben hier ansteigende Hochs, also es könnte durchaus sein, dass der Markt sich direkt wieder raufarbeitet. Wichtig an dieser Stelle wäre es jetzt für das kurzfristige Trading, dass wir hier diesen Schwungbereich oben rausnehmen, dieses Level um die 12.470-Punkte-Marke, dann hätten wir definitiv wieder den Weg nach oben hin frei. Das wäre also für das kurzfristige Bild sehr, sehr interessant. Läuft es hier unten drunter unter das Low, was ich hier gemacht habe, also unter diesem Bereich dort unten, dann wäre das zumindest kurzfristig mal genau ein Zeichen dafür, als wenn wir hier drunter laufen, dass sich entsprechend dieser Abwärtstrend, den wir hier liegen haben, also genau das, was ich hier gerade skizziert habe, dass sich das entsprechend fortsetzt. Das heißt, das wäre dann hier aus der Korrektur der Weg nach unten und da sehen wir im kleinstbereich dann tatsächlich die Anlaufpunkte unten drunter liegen. Also für die kurzfristigen Trader, die das ganze gerne als Daytrade machen wollen, schaut da drauf, da sehen wir entsprechend die Stellen, wo wir hier die Wendemarke sehen, ob der Markt jetzt hochläuft oder ob er sich erstmal ein bisschen entsprechend nach unten mit Ausdehnen. Das zum Index entsprechend. Ich schaue zwischendurch auch immer mal auf Fragen hier an dieser Stelle, aber noch sind keine Fragen da. Das heißt, ich kann ganz normal weitermachen im Plan. Wir schauen jetzt auf ähm, zwei Währungspaare noch und zwar äh, wir hatten ja, ich hatte ja gesagt, wir schauen auf Britisch-Fund-Austral-Dollar und US-Dollar-Türkische Lira und wir starten mal zunächst durch mit dem Währungspaar. US-Dollar-Türkische äh, Lira. Wir hatten gestern als Frage gehabt äh, Euro-Türkische Lira ähm, und ähm, diejenigen, die hier regelmäßig zuschauen, wissen, ich habe beide Währungspaare auf der Uhr ähm, und ich habe gestern gesehen, äh, was US-Dollar-Türkische Lira gemacht hat, auch was relativ Interessantes. Also einfach mal im Potpourri hier ein bisschen rumgesprungen ähm, und da schauen wir uns einfach mal an, äh, was wir hier haben und zwar äh, worauf ich hier Wertleg ist jetzt mal diese korrektive Phase, die wir hier haben. Also dieses Level an dieser Stelle, was hier reinkommt. Korrektiver Abwärtskanal. Der ist da. Was wir hier haben, ist nach diesem starken Abwärtsschub die Bewegung nach oben. Ja, und auch hier zu sehen, der Auffang, der Auffangpunkt hier, ähm, ganz klar irgendwo äh, sogar noch über diesem alten Kauflevel. Das heißt, wir hatten ja hier den Ausbruch nach oben, da gab es auch schön dieses ansteigende Dreieck, was wir hier gehabt haben, der Kaufbereich schön nach oben gelaufen und jetzt hier an dieser Stelle der kleine Auffangbereich hier unten um die, äh, ich sage ich, ich mache es einfach mal ganz grob hier unten, was wir das Level haben, um die knapp ähm, 1, äh, um die knapp 7,50, äh, also das als Auffangbereich, schön dynamisch nach oben, so und jetzt kam es gestern halt entsprechend jetzt zum Anstieg nach oben, heißt also, was wir hier an dieser Stelle beachten müssen, ist einfach die Frage, war es das jetzt mit der Korrektur? Oder aber steht das Risiko im Haus, dass wir tatsächlich die Korrektur ähm, ähm, weiter in der Ausdehnung, also Korrektur zu dieser Gegenbewegung sehen und wir hier unten nochmal reinlaufen oder was heißt nochmal reinlaufen, wieder reinlaufen in diesen Bereich hier knapp? Um äh, die 57. Das ist interessant zu sehen. Denn eine Sache dürfen wir nicht vergessen: trotz aller positiven Sachen, die wir hier auf der long sehen können, ähm, gab es halt Meldungen, dass an diesem Rutsch nach unten auch die türkische Notenbank schuld war. Oder also was heißt schuld war, dass die das mit ausgelöst hat durch Interventionen? Und da stellt sich halt die Frage, ähm, wie wie viel Kraft hat denn eine, eine türkische Notenbank, hier Interventionen weit und lange voranzutreiben? Ne, wir haben das ja gesehen, was in der Schweiz passiert. Da geht das ganz, ganz lange schon, dass hier Interventionen stattfinden. Ähm, nur die Schweiz ist nicht die Türkei. Die Schweiz hat bei Weitem nicht die Probleme, die die Türkei hat, die wirtschaftlichen Probleme. Ja. Da stellt sich halt die Frage, sollte es hier dazu kommen, dass die, das sage ich mal, dass die Aufgabe oder dass die Arbeit der Notenbank nicht ähm, intensiv genug vorangehen kann? Dann haben wir schon relativ gute Karten, dass wir hier oben weiter rauslaufen. Und da wäre es jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir relativ schnell direkt hier übers... Tageshoch von gestern wieder drüber laufen, also hier oben ganz grob über der Marke von 7,91. Das wäre da sehr, sehr wichtig. Und äh, sozusagen, falls wir noch einen kleinen Schwankungsbereich brauchen, wir sollten hier nicht unter dieses Tief fallen, weil dann setzt sich die Korrektur fort und dann haben wir hier im kleinen, im, im untergeordneten Trendbereich schon wieder einen Abwärtstrend und dann wächst das Risiko dass wir hier einen größeren Abwärtstrend bekommen. Im Kurzfristbereich heißt das dann erstmal wieder Anlauf hier unten auf die Marke von 750. Das Ganze schauen wir uns mal kurz noch im 4-Stunden-Chart an. Da wird man sehen, was ich meine. Das heißt, hier dieser Auflauf hat natürlich den Trend hier nach unten rausgenommen aus dem Markt. Das ist jetzt die Korrektur. Hier der Ausbruch. Und wie schon gesagt, für die bullische Richtung muss jetzt zwangsweise und zwar auch relativ schnell am besten, damit man sieht, dass wirklich Momentum drin ist, das passieren, dass wir hier drüber laufen. Und dann können wir uns relativ schnell zur Oberseite hin orientieren. Also hier oben über die Marke von 804 wieder drüber. Und dann haben wir hier oben entsprechend die Anlaufpunkte in dem Drehbereich hier oben, als der Markt nach unten rein gelaufen ist, um dann entsprechend auch noch ein Stück weit höher zu laufen auf das alte Zwischenhoch. Das sind Marker bei 860 in etwa, die wir da durchaus auf der Uhr haben sollten. Aber und das ist jetzt wirklich ganz, ganz wichtig zu beachten, es kann auch sein, dass wir hier einfach nur ein kurzes Durchatmen gesehen haben und deswegen schauen wir immer genau auf das, was der Markt macht. Der Markt verrät uns genau, was er vorhat. Wir müssen ihm nur folgen. Ja? Da muss man nicht rätseln und grübeln. Wenn das passiert, was wir hier sehen, haben wir eine Fortsetzung der Abwärtsdynamik, sogar mit einem Abwärtstrend. Das geht dann wieder direkt in dieses Bild rein hier. Ne? Dann haben wir sozusagen den nächsten Trend, der nach unten läuft nach diesem kurzen Ausflug nach oben. Und wenn sich dieses Gesamtbild dann entsprechend auch noch mit ändert, was kommt dann ganz klar und logisch. Dann war hier der erste große Abwärtsschub, dann hatten wir hier die Korrektur und das, was wir jetzt hier sehen, wäre dann ganz klar die Richtung und dann haben wir hier im großen Bild das. Was wir hier als Szenario für die Unterseite haben, dann bildet sich im größeren Rahmen ein Abwärtstrend und der hat dann natürlich deutlich mehr Potenzial zur Unterseite rein. Also, das können wir uns auch im Tageschart mal anschauen. Sollten wir hier tatsächlich äh, sozusagen aus diesem Bereich, den wir hier nach oben rausgelaufen haben, einen Abwärtstrend machen, ja, dann sehen wir schon mal, dort oben war das hoch. Hier unten in diesem Bereich haben wir das tief gehabt. Und wenn wir das einfach mal unten drunter ran spiegeln, nur um, um mal zu sehen, was am Potenzial kommen kann, ähm, dann sehen wir schon. Dann können wir mal ohne Weiteres damit planen, dass wir hier in diesem Bereich unten um die 6,85 unten reinlaufen. Das ist durchaus drinnen. Das wäre auch nichts Ungewöhnliches und es würde sogar ins ganz, 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 ganz große Bild passen. Ich sage hier mit Absicht ins ganz, ganz große Bild als korrektive Phase äh, von dem, was wir hier gesehen haben. Ne? Wenn wir das im großen Bild mal sehen, hier die Korrektur, hier die lang gelaufene Bewegung, hier auch die deutliche Aufwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben. Das würde reinpassen. Ja. Also von der Seite her gibt es durchaus auch Szenarien, die wir wirklich schön für die Unterseite traden können. Muss man sehen, wie es wird, wie es in die Portfolio passt. Aber das sind halt die Marker, die Level, die wir hier auf der Seite haben. Und wie schon gesagt, das rein Trendige muss man sehen, wie es wird, wie es ins Portfolio passt. Aber wie schon gesagt, noch ist die Longseite hier nicht vom Tisch gewischt. Wenn es schön nach oben geht, hier über die 7,91 drüber, wäre das doch sehr, sehr positiv zu sehen. Und da kann man wirklich die Stunde nehmen, das Ganze mal als Richtmesser. Und wenn wir hier oben drüber laufen, haben wir einen Aufwärtstrend wieder in den vier Stunden äh, im Stundenchart, der diesen Abwärtstrend be beendet hat. Und das wäre mal die positive Nachricht für die Longseite hier, die wir durchaus spielen kann im Währungspaar US-Dollar-Türkische-Lira. So, dann schauen wir noch rein in das Währungspaar britisches Pfund-Austral-Dollar. Und dann habe ich schon gesehen, kam noch ein Wunschmarkt Australdollar-Schweizer-Franken. Da gucke ich natürlich auch sehr, sehr gerne mit rein. Also, Sehen wir hier an dieser Stelle den Chart vom britischen Pfund Austral-Dollar uns mal an. Das Ganze auf Tagesbasis zunächst hier ähm, an dieser Stelle. Tja, Verortung, relativ interessant momentan, muss ich sagen. Ähm, hier weiterhin in der Range, in median der Range und hier unten das Auffanglevel um die 1,80. Das sind jetzt mal die Marker, die wir da haben. Was wir hier in diesem Chart noch sehen, Punkte, die ich mit beachte, um, um eine Tradeplanung zu machen, ähm, sind ganz klar Level, wo ich sage, was macht der Markt. Ne? Und wenn wir das mal sehen, was hier passiert, wir sehen hier fallende Hochs. Klar, wir sind hier mal ganz kurz über ein fallendes Hoch gelaufen, hatten also kurz ein steigendes, aber das hat dann direkt damit gemündet, dass wir hier äh, im Vergleich auf dieses leicht höhere Zwischenhoch, äh, Zwischentief wieder ein tieferes Tief gemacht hat. Das ist also ganz normal so ein Schwungbereich, wie wir ihn hier haben. Ähm, und trendtechnisch sieht das Ganze halt entsprechend dann so aus, dass hier dieser Abwärtstrend am Laufen ist. Das, was wir hier hatten, war eine ausgedehnte Korrektur. Hier unten rein, wir sehen hier unten haben wir noch kein neues Tief, aber was jetzt natürlich kommen kann, ist hier im kleinen Bereich, dass wir jetzt wieder hier die Unterseite anlaufen und uns unten rein Richtung 1,80 orientieren. Und das ist für das kurzfristige Trading äh, an dieser Stelle durchaus interessant, zur Unterseite mal zu sehen, weil wir sehen ja, dass der Markt hier heute auch mit Schwäche reagiert, ähm, ein bisschen anders als beim britischen Pfund. US-Dollar. Ähm, und das sehen wir uns mal ganz kurz im, im Stundentrend an. Da sehen wir nämlich hier sehr, sehr schön, dass diese Aufwärtsphase, die wir hier gehabt haben, also diese Gegenbewegung hier im Kleinen ist hier auch mal hier ganz flott den Trendauflauf, den wir gehabt haben, ähm, dass wir hier in diese Sache äh, sozusagen jetzt rangelaufen sind und wir sind mittlerweile im Stundentrend. Trendig auf der Abwärtsseite unterwegs und haben auch dieses Level hier unten unterschritten. Ja, jetzt gab es zwar da gleich einen starken Rückzug, aber es sieht erstmal so aus, als wenn der Markt hier eher die Unterseite bevorzugt. Muss man sehen, wenn wir hier natürlich dieses Level gleich wieder kaufen, dann muss man schauen, ähm, dass die Oberseite auch mit reinkommt und wir uns hier wieder Richtung 186, äh, 1,816, 1,8165 äh, hier wieder orientieren. Das aber nur als Gegenbewegung dazu. Also, das ist dann interessant wenn wir hier die kleineren Zeiteinheiten treten, das heißt in die Stunde reingehen. Aber der Weg nach unten ist jetzt halt erstmal da, weil wir aus diesem Bereich hier natürlich jetzt ausgebrochen sind. Das heißt, wir haben äh, sozusagen hier diesen trendigen Verlauf nach unten verlassen, hier dieses, dieses, äh, dieses, dieses, diesen Bewegungsarm sozusagen nach unten hinweg gebrochen. Durchgelaufen, durch den Trend nach unten hin. Und das müssen wir sehen, wie es hier durchweg läuft. Und das zeigt uns jetzt halt entsprechend auch den Weg zur Unterseite hin, äh, wo wir Anlaufmarken haben. Und die nächsten Anlaufpunkte sehen wir hier schon relativ gut. Schaut mal hier das kleine Swing Low. Auch hier drüben, das war der Wendebereich, als wir hier unten raufgebrochen sind. Grob die Marke um die ähm, 1,80,40. Das Level hier ist das, was da äh, in Frage kommt. Und wenn das auch nicht hält, dann haben wir natürlich unten rein, ich äh, zoom's, raff's, Mal kurz ein bisschen zusammen. Äh, unter diesem Schwungbereich hier das Zwischentief ganz grob um die Marke von 1,79,80. Diese Level sind kurzfristig da, mittelfristig, wenn es hier weiter nach unten geht, müssen wir dann natürlich in den Tageschart schauen, denn Level unterhalb dieser Marke, die ich gerade hier aufgezeigt habe, die ebnen dann natürlich den Weg unten rein. Und da hätten wir auf Tagesbasis, wenn wir uns da mal den trendigen Verlauf hier nehmen, den Aufwärtslauf, den wir hier haben, also von unten hin ähm, gesehen, natürlich die Tatsache, dass wir schön nach oben gelaufen sind. Und der jetzt richtungsführende Abwärtstrend, den wir hier am Laufen haben, auch den skizziere ich nochmal ganz kurz, dass der dann natürlich an Fahrt aufnimmt und wir uns dann natürlich auf die tieferen Level orientieren können. Und das wäre mal als nächstes hier unten das Level um die 1784, 17840, 141, das hier unten, dieses Level, das wäre dann natürlich ein interessanter Anlaufpunkt, den wir hier auf der Uhr mit haben können. Ich mache es mal kurz größer, hier noch an dieser Stelle. Also hier. Der Lauf von diesem Bruch da weg, unten rein in die Auffanglevel, hier der Drehbereich um die 1,78,4 äh, oder 40 so rum. Und dann hier das Zwischentief bei 1,76,30 steht da auch noch offen. Also, das ist wirklich sehr, sehr interessant, was wir sehen. Und da kommen dann halt auch die größeren Zeiteinheiten mit ins Spiel, wo der Markt unten ranläuft. Und das passt dann wiederum in dieses Bild, was wir im Großen schon immer mal gesehen haben: dieser starke Haltebereich um die 1, knapp 75 der kommt dann in den Fokus. Also da ist wirklich viel Raum nach unten, wenn der Markt tatsächlich spielt und wir tatsächlich unter die 1,80 fallen, ebnet sich der Weg zur Unterseite. Das der Blick in britisches Pfund-Australdollar und dann haben wir noch Australdollar-Schweizer Franken als Frage heute hier. Und da schauen wir uns natürlich auch erstmal den Tageschart an dieser Stelle an. Im großen Bild ähm, ist es nämlich auch hier von der Verortung her relativ interessant zu sehen. Aber hier, hier gibt es halt ein paar Maß oder ein paar Dinge, die wir an dieser Stelle ähm, mit beachten müssen. Denn. Passt auf, ich gehe hier nochmal kurz in die Woche rein. Ähm, Im Wochenchart sehen wir es relativ deutlich. Wir sind im oberen Bereich gefangen oder was heißt denn gefangen? Das ist ein bisschen zu viel ausgedrückt jetzt, aber ähm, wir sehen hier an dieser Stelle natürlich ein paar Level liegen. Nummer 1 oben, das ist mal der Deckel und Nummer 2 unten der Auffangbereich, hier in diesem, äh, diesem Bereich, das ist der Boden. Das sind auch hier die Ausläufer dieser großen, großen Wochenkerze. Ne? Und da haben wir halt das, das obere Ende und das untere Ende mal als Limite da. Und was wir jetzt im, im Bereich sehen, ist halt, dass wir hier in diesem Level um die 1, ähm, knapp, äh, um, die, um die knapp 0,67 hier oben jetzt den Deckel drauf haben. Und das ist halt so, wir sind da aktuell auf der Oberseite dieser Trading Range ähm, verortet. Und wir wissen ja, dass eine solche Verortung durchaus das Potenzial hat. Dass der Markt wieder rumdreht. Und das ist jetzt das Interessante, was wir hier schon bekommen: das Spiel zur Unterseite. Denn wenn wir uns mal anschauen wollen, diese Kerze, die wir hier haben, das ist ein sogenannter Außenstab. Ne? Hier die Oberseite, dort die Unterseite. Und da sind wir jetzt gestern deutlich ausgebrochen. Das war mal ein deutliches Ausbruchssignal. Und wer sich das Ganze jetzt mal ähm, bildlich anschauen möchte für einen größeren Verlauf, da können wir schön schon in die Planung reingehen. Denn. Schauen wir uns mal an, von unten, als wir gekommen sind bei der Marke von äh, ungefähr 163,6, äh, der Hochlauf, das ist mal der trendige Verlauf, den wir hier haben. Und äh, wir sehen halt auch, dass hier sich noch ein kleinerer Trend gebildet hat. Und wir sind jetzt schon mal äh, unter das Tief dieses kleineren Trends drunter gelaufen. Das heißt, das wäre jetzt dieses Level hier ähm, an dieser Stelle oder, äh, dran gelaufen, sagen wir so. Und wenn das Ganze bricht, dann sehen wir natürlich auch, hier ist relativ eng dran schon das Tief dieser größeren Korrektur bewegen. Also dieses Armes hier sozusagen, den wir hier an dieser Stelle haben. Und wenn das jetzt nach unten wegbricht, das ist dann genau das Szenario, dass wir uns tatsächlich auf der Unterseite orientieren müssen. Und die Level, die dann in Frage kommen, ich mache mal den Chart hier ein bisschen sauberer, weil bestimmte Sachen brauchen wir jetzt einfach nicht. Ähm, was dann in Frage kommt, ist natürlich Nummer 1 dieses Schwunglevel, was wir hier drinnen haben. Das ist jetzt die Marke um die 1,658. 165,9, also 80,90 hintenrum, wo dieser grüne Balken ist, das wäre mal das erste. Dann entsprechend hier unten dieser Drehbereich, Moment, den mache ich mal eben kurz auch mal äh, grün, weil es ja ein Unterstützungsbereich, dieser Drehbereich, als wir hier unten umgedreht sind, durchaus ein Level um die, naja, knapp äh, 0, 64, 90 bis 065, dieser Drehbereich, das sind Level, die sind als nächste Anlaufpunkte dann durchaus mal da. Durchaus erkennbar. Also, jetzt stellt sich hier die Frage: Hält das Level um die 0,66,2 oder nicht? Wenn nicht, wäre das die Bestätigung des gestrigen Abverkaufs. Äh, und an dieser Stelle den Weg nach unten: Das wäre der Abverkauf, die Bestätigung. Ansonsten, wer das Ganze im Kleinen traden möchte, sieht natürlich hier momentan, sollten wir kurzfristig oben drüber ausbrechen, also hier über diese Hochs drüber laufen, um die 0,66,50. 45 so rum, das wäre dann der Weg nach oben und das wäre dann hier die korrektive Phase, wo wir dann auf der Oberseite auch sehen können, wo sind kleinere Zwischenhochs und das wäre mal hier das Level um die 0,66,60 und dann haben wir schon den Orientierungspunkt hier oben um die 0,66,86. Das der Blick in Australdollar Schweizer Franken. So, damit wären die Fragen auch mit durch, würde ich sagen. Ich schaue noch mal kurz auf Facebook, da ist auch nichts. Ja, dann sage ich ganz lieben Dank fürs Zuschauen am heutigen Tage. Morgen geht es weiter, pünktlich 38 Uhr mit den nächsten Trading-Ideen. Ich freue mich drauf, sage Danke fürs Zuschauen. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Liken Sie die Seite von B Facebook, geben Sie dem YouTube-Kanal von Tickmill Deutsch ein Abo und da verpassen Sie an dieser Stelle nichts. Also weiterempfehlen, zuschauen, planen Sie Ihren Trade, traden Sie Ihren Plan, dann klappt es auch mit der Performance. Danke und bis morgen. Tschüss.